Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Folge, in der wir mutmaßlich Persien werden gründen können. Willkommen zu unserem Let's Play Europa Universalis 4. Wir haben einige Eroberungen gemacht in der letzten Folge hier. Eigentlich das ganze Gebiet von Fars und Yazd haben wir uns geholt, damit wir Persien gründen können. Das wird auch klappen. Wenn ich das richtig sehe, das wird auch dafür sorgen, dass wir mehr akzeptierte Kulturen haben, glaube ich. Ja gut, die sind sowieso alle akzeptiert hier. Das ist ja alles hier persisch von der Kultur. Also in der Hinsicht wird es nicht viel ändern. Aber ich glaube trotzdem, dass es unser Land befrieden wird, wenn wir Persien gründen. Ich meine, das ist einfach das, was sich alle wünschen. Nicht nur ihr Zuschauer, auch die Menschen hier. Also wir sind zwar immer noch eine timuridische Dynastie auf dem Thron. Vielleicht können wir das nochmal irgendwann ändern. Aber schaut euch das mal an. 26.000 Prätendenten. Wen wollen die an die Macht kriegen? Die wollen gar niemanden an die Macht bringen. Die wollen einfach nur lokale Autonomie. Das sind adlige Rebellen. Heieiei. Auf gar keinen Fall. Wir kämpfen bis zum Letzten gegen die. Das ist das Allerschlimmste. Nee. Kriegen nichts. Oh, ein Habsburg-Prinz wird sich gut eignen. Aber da ist offenbar gar nichts passiert. Doch, Burgund ist ein Juniorpartner von Österreich, aber sie hatten offenbar gar keine Kontrolle mehr über ihre ehemaligen Vasallen. Also, doch, hier oben, immerhin Holland. Ja, okay, Österreich hat also ein bisschen hinzugewonnen. Wir werden dann auf jeden Fall eine Großmacht sein, oder? Sind sie nicht? Da müssen sie aber eine werden. Das geht doch nicht an. Schaut mal, wir sind schon auf Platz 6 der Großmächte. Unglaublich. Und es wäre auch gar nicht so unmöglich, auf Platz 4 perspektivisch vorzurücken. Allein die Ming sind da theoretisch dauerhaft noch drüber, aber die werden vielleicht auch nochmal richtig zerfallen. So, wir haben hier weniger Mann. Ich glaube trotzdem, dass wir es wagen können. Hier in Kong. Und Frankreich hat gegen Österreich nun den Krieg erklärt. Die sind nicht so einverstanden damit, wie Burgund sich entschieden hat. So wie es aussieht. So, wir müssen nach Shiraz gleich weiter, nachdem wir hier die schwere Rebellion in Kom tatsächlich ziemlich erfolgreich haben niederschlagen können. Wir werden wohl in Shiraz nicht rechtzeitig ankommen, um zu verhindern, ja, dass der Nationalismus sich dort 10 Jahre breit macht. Aber wenn wir Persien gründen, gibt es eh keine Nationalisten mehr. So, wer ist kein valider Rivale mehr? Wir wissen es nicht. Karakoyunlu. Haben die verloren gegen Akoyunlu? Ja, haben sie. Und wie? Heieiei. Okay, wer ist jetzt ein schöner Gegner? Also eigentlich habe ich ja Lust, Akoyunlu hinzuzufügen oder Transoxanien. Vor allem, weil ich da ja Ansprüche darauf habe. Aber, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Chagatai wäre sehr läppisch. Litauen dagegen wäre ein bisschen gefährlich. Sind die wieder unabhängig? Ja, sind sie. Okay. Also Litauen ist irgendwie auch langweilig. Ich werde mit denen nichts machen. Chagatai werde ich vielleicht zumindest theoretisch auch nochmal gegen kämpfen. Weil sie mit Nogai verbündet sind. Dann nehmen wir Chagatai. Und die können wir dann auch beleidigen. Ah, das hilft nicht, weil wir schon mal beleidigt haben jemanden. Aber wir können Embargo verhängen. Das wird ihnen schaden. Und wir können ja ein Embargo auflösen gegen Karakoyunlu. Eben. Nicht auflösen. Ja. Und wir haben ziemlich viele Forts, aber wir können es uns leisten und im Moment ist es mir das auch noch wert. Später werden wir diese ganzen Forts, die wir hier haben, ein bisschen abbauen. Das ist schon ein bisschen viel. Okay, die nächste Rebellion erwarte ich im Irak, im Südirak. Das, wenn ich mich nicht täusche, auch der schiitische Teil des Irak ist. Ja, also ist jedenfalls heutzutage. Man sieht es ja so ein bisschen hier. Ah ne, die sind alle schon schiitisch. Alle schiitisch hier. Poh, nicht schlecht. Ja gut, mehrheitlich schiitisch. Ne? Es ist ja im Irak auch so, dass 70% heute noch Schiiten sind. Am
Amol haben wir den Vorteil, das Vor von Amol verhindert, dass diese Rebellion irgendeinen nachhaltigen Schaden anrichten könnte. Lahijan, eine starke Stadt, die wir unbedingt befreien müssen. Warum Yaz so teuer ist, weiß ich aber indes nicht. Die haben doch nur 7 Development. Weiß nicht. Eine gute Geschichte ist immer schön. Also ein Nationalepos. Das gibt schön Prestige. Und es ist ja irgendwie auch so langsam an der Zeit, ein Nationalepos zu schreiben, denn wir stehen an der Schwelle zur Gründung Persiens. Oh, was ist da passiert? Irgendwas mit dem Thron? Habt ihr den Thron aufgegeben? Ja, der Thron von Burgund wurde aufgegeben. Tatsächlich. Unglaublich. Ah ne, der wurde inherited, also einfach einverleibt. Das sind jetzt einfach nicht mehr burgundische Provinzen, sondern direkt österreichische. Nicht schlecht. Österreich ist damit aber doch jetzt ganz sicher stark. Irgendwo müssen die doch jetzt aufsteigen. Das ist doch unglaublich. Haben die nicht mal Ungarn oder so? Nee, ne? Die haben gar nichts sonst. Na gut. Steuerannahmen, Rekrutenreserve, Unruhe. Wir machen die Unruhe hoch. Man, wir kämpfen jetzt eh nur noch gegen Rebellen, dann kann die Unruhe auch gerne hoch. Für kurze Zeit. Ist nicht so schlimm. Und der Kolonialismus ist gespawnt und wahrscheinlich in Portugal oder so, oder? Ja, da hinten. In Portugal. In Coimbra. Das heißt, wir müssen den ganzen Spaß gleich wieder machen. Den wir schon mal gemacht haben in Com. Ist ja nicht schlimm. So, es geht schon wirklich an die Substanz hier, diese Rebellenbekämpfung, aber so wollten wir das. Wenn man viel fordert, muss man eben auch ein bisschen dafür arbeiten. Arbeit besteht in dem Fall darin, Rebellen niederzuschlagen. Alles so lästige Micromanagement-Arbeit eben. Wir können eigentlich gegen Karakoyundu mal langsam Ansprüche erheben, denn mit Ajam ist der Frieden nur noch 5 Jahre lang und wir können ja mal ein Spionagenetzwerk aufbauen. Hätte ich dann doch Lust drauf. Gegen Nogai indes muss ich nichts machen. Die sind dann doch recht erfolgreich. Also die haben es doch ganz gut hingekriegt. Nogai hat Karakoyundu jetzt den Krieg erklärt. Und die können sogar den Horde-Kriegsgrund dafür verwenden, weil Karakoyundu eine Horde ist. Das ist auch lustig. Wusste ich gar nicht, dass die eine Horde sind. Wenn es so ist. So, diesmal werden wir uns nicht die Idee, die militärische, holen, sondern wir werden uns darum bemühen, militärisch die Technologie zu holen. Aber wir könnten jetzt uns diplomatische Ideen holen. Genau. Das ist jetzt eine gute Idee. Also die nächste freie Ideengruppe wird diplomatisch gewählt. Einfluss ist an sich nicht schlecht. Vor allem, weil die Kosten diplomatischer Annexion so verringert werden. Aber wir sind Persien und wir wollen Handel treiben ohne Ende. Und ich finde Handel einfach noch besser. Deswegen holen wir uns die Handelsideen. Und das gibt uns Handelseinfluss global 20. Das ist richtig gut. Und dann auch nochmal ein Händler. Und dann auch nochmal... Also es ist alles gut. Handel ist einfach wunderbar. Ich weiß nicht, ob das auch nochmal einen zusätzlichen Effekt gibt. Ja, hier können wir die Handelseffizienz und Bewegungsgeschwindigkeit... das ist nicht so gut für den militärischen... Das ist dann Policy, wie heißt das hier? Oh, Richtlinie. Ja. Directive ist aber eigentlich der englische Begriff für Richtlinie. Na gut, Policy geht. Es gibt tatsächlich keine deutsche Entsprechung für Policy. Insofern ist Richtlinie wahrscheinlich nicht so falsch. Und schaut euch das mal an. Wir müssen ja Tabaris dann unbedingt zum Start machen. Ist ja unglaublich. 57 bringt uns das. Und das andere ist die Golfküste. Ja, die machen wir auch zum Start. Aber alles erst, wenn wir es uns leisten können. Schaut mal, wir haben hier diese Söldnerarmee und machen trotzdem ohne Ende Geld. Ohne Ende. Das ist unglaublich. Gut, wir haben auch kaum Ausgaben für Berater im Moment. Das wird sich noch ändern. Jetzt gerade bin ich ganz froh, wenn wir ein bisschen Geld machen, weil ich dann auch schöne Gebäude bauen kann. Und dann unser Einkommen nochmal langfristig verbessere. Politische Rebellen da werden niedergeschlagen. Sehr gut. Ja, und jetzt haben wir eigentlich wirklich alles befriedet. Jetzt müssen wir nur noch nach Yaz laufen. Und da jetzt alles befriedet ist, traue ich mich auch ein bisschen des Geldes auszugeben, das wir haben.
Ja, hier können wir 15 maximal rausholen, hier können wir 16 maximal rausholen. Und dann machen wir jetzt erstmal in Teheran und in Isfahan eine Kirche. Beziehungsweise eine Moschee. Dann machen wir in Herat ein Produktionsgebäude, in Kasmin und in Maschad eins. Armee können wir nirgendwo so richtig gut verstärken. Handel, können wir da was machen? Ne, haben wir schon alles gebaut. Die Leute, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo wir schon alles gebaut haben. Unglaublich. Ja, können wir nichts mehr machen. Dann gehen wir jetzt dazu, Berater einzustellen. Schöne Berater hoffentlich. Handelseffizienz ist auch eine gute Sache. Ja, wir können auch hier auf dem Handelsfokus erstmal bleiben, weil wir die Trade Ideas durchaus durchpushen können, wie ich finde. Die Toleranz der Heretiker plus 3 ist einfach sehr stark. Es wird sich eh ändern, wenn wir Persien gründen, ideentechnisch, aber die zweite Ideengruppe ist immer gut. Also der Fortschritt lohnt sich fast immer. So, wir können einen Beleidigungskrieg kriegen oder wir sorgen dafür, dass uns alle mögen. Dann doch lieber, dass uns alle mögen. Vor allem, wenn es plus 60 ist. Ja. Ja, wir bleiben mal bei der Art, wie wir das bislang machen. Boah, und sehe ich das richtig? Wir haben einfach gar keine Manpower mehr. 10.000 minus Manpower. Wir gehen komplett auf Söldnern eigentlich. Unglaublich. Gehen komplett auf Söldnern. Ja, ja, wir schützen immer unseren Handel gegenüber Hormuz, ich bitte euch. Da machen wir keine Zugeständnisse. Bagdad ist unser nächstes Ziel. Da gegen die hier, gegen die Timuriden, können wir immer noch hier genug fördern. Also es gibt genügend, was mir da einfallen würde, was wir fordern können. Wir könnten natürlich jetzt auch noch Ansprüche hier drauf machen, auf die zwei Provinzen. Aber das muss auch einfach nicht sein. Das ist Feintuning, das ist mir so aufwendig. Aber wobei, machen wir einfach mal. Wir haben so viele freie Diplomaten, da kann auch einer ein Spionagenetzwerk aufbauen. So, wir haben ja einen Händler mehr, das sollten wir nutzen. Aus Basra ziehen wir ja schon was raus. Wir können jetzt überlegen, ob wir langsam anfangen, in Samarkand schon Handel abzuziehen. Ja, machen wir mal. Und ich glaube, wir haben hier eine schöne nationale Entscheidung, nämlich das Persische Reich. Oh, ja, ja. Haben wir denn schon alles eingebaut bei uns im Land? Nein, haben wir nicht. Ich warte noch, bis wir Shiraz haben. Dann wird das Persische Reich ausgerufen. Dann haben wir es schon mal geschafft. Das Wichtigste. Und wenn man Persien hat, Leute, dann wird es einfach nur noch schöner und schöner. Das wird gut. Das wird gut. Nur die Manpower ist wirklich schlecht. Sehr, sehr schlecht. Weiß nicht, was wir damit tun können. Eigentlich können wir nichts tun. Irakische Kultur, schauen wir mal, ob die mit Persien eingefügt wird. Ansonsten werden wir die gleich hinzufügen. Ich meine, man hat auch andere Möglichkeiten mit Acham. Ne? Wie gesagt, wir können das Mogulreich zum Beispiel gründen. Das ist auch unglaublich stark. Dafür müssen wir nur diese indischen Provinzen noch holen. Und das Mogulreich hat wirklich tolle Ideen. Ist vielleicht sogar stärker als Persien, würde ich sagen, weil man als Mogulreich Ansprüche auf Indien bekommt ohne Ende und weil man unglaublich die Coring Costs nochmal reduziert bekommt. Und also es ist einfach der Hammer. Es ist super OP, das Mogulreich. Also man kann auch erst das Timuridenreich gründen und dann das Mogulreich. Man kann auch, ich glaube sogar, wenn man das Timuridenreich gründet, so ein chinesisches Reich gründen, wenn man bis nach China geht, was dann auch nochmal extrem stark ist. Aber wir wollen Persien gründen, das war unser Ziel und das werden wir jetzt dann auch gleich machen. Erstmal auch immer noch stürmen und schießen, damit wir militärisch absolut auf dem Stand unserer Zeit sind. Und dann werden wir, sobald die letzte Provinz, nämlich Shiraz, uns einverleibt wurde, werden wir auch Persien gründen. Das dauert nicht mehr lange. Am 19. November 1502 ist es soweit. Und am 20. November, das ist jetzt mal so festgelegt wird, okay, am 21. November wird Persien gegründet. Leute, es ist soweit. Macht euch bereit auf ein schönes Grün. Wir haben es geschafft. Wir wollen natürlich neue Traditionen und Emotionen. Ikta ist nicht mehr unser Ziel, aber wir sind ein Kaiserreich geworden. Eben sind wir noch vom Herzogtum zum Königreich aufgestiegen. Jetzt sind wir schon ein Kaiserreich. Unglaublich. Schaut es euch an. Es ist einfach. Persien sieht einfach schön aus.
Ja, und wir können hier natürlich Provinzen hinzufügen. Und ich glaube, jetzt haben wir hier, genau, jetzt haben wir hier diese schöne Mechanik mit Heiligen Krieg ausrufen. Und da können wir 16 Provinzen. Da können wir jetzt im Moment auf 3 Provinzen Ansprüche erheben, aber das wird auch noch mehr. Irakisch müssen wir händisch hinzufügen als akzeptierte Kultur. Machen wir gerne. Damit haben wir jetzt nur akzeptierte Kulturen in unserem Reich. Also nichts, was nicht akzeptiert wäre. Sehr schön. Das wird auch nochmal die Unruhe lindern. Ja, wir haben fast gar keine Unruhe mehr. Eben. Ich sag ja, alles wird gut, wenn wir Persien sind. Und wir können mal schauen. Genau, wir haben Missionen als Persien. Hier die Seidenstraße zum Beispiel. Die bekommen wir 2 Merkantilismus. Die nehmen wir doch gerne. Und dann gibt es hier sowas wie persisches Aserbaidschan. Da ist die Regeneration der Rekrutenreserve dann verbessert. Das ist nicht so wichtig, aber vor allem verteidigt den Iran. Da kriegen wir dann hier nochmal einen Anspruch drauf. Es sind immer nur ganz wenige. Und schaut euch das mal an, was wir dafür kriegen. Grundproduktion überall erhöht, Grundsteuer überall erhöht. Das ist richtig stark. Und dann können wir hier nochmal weitergehen. Müssen nur noch den Irak erobern. Bekommen dann auch nochmal richtig schöne Boni. Hier persisch Khorasan. Da müssen wir auch noch nur noch diese Provinzen erobern. Diese 3. Und dann kommen wir auch noch weiter. Also wir können hier über die Missionen richtig abgehen. Das Einzige, was uns eben fehlt, ist dafür Urmia. Das können wir holen, sobald der Frieden ausgelaufen ist. Mit Karakul. Ist der schon ausgelaufen? Nee, genau, wir sind ja jetzt Persien. Wir sehen ja jetzt anders aus. 1506, also in 4 Jahren, können wir uns Urmia holen. Können wir uns Bagdad holen. Können wir uns auch den Süden hier holen, sodass wir gleich die nächste Folgemission auch gleich miterledigen. Nämlich, hier. Ah nee, das geht nicht. Wir brauchen erst verteidigt den Iran. Aber dann haben wir schon mal im Voraus Najaf und Kerbala. Das ist ja auch gut. Wobei wir hier einen Anspruch bekommen auf das Gebiet Mashhad. Ist egal, wir holen uns, was wir wollen. Jedenfalls sieht's gut aus, uns geht es gut, wir sind Persien. Macht das hier irgendwie Sinn? Baukosten? Nö, macht keinen Sinn. Sieht gut aus. Gefällt mir. Wir sind jetzt ein richtiges Land. Wir heißen nicht mehr Barbaren, sondern wir heißen Persien und ich glaube, den Namen kennt jeder in der Welt. Wo stehen wir als Persien? Auf Rang 6 der Großmächte. Das wird auch nochmal besser werden. Wir könnten auch der Verteidiger des schiitischen Glaubenwerdens, aber wir wollen es mal nicht übertreiben und unser Geld nicht zum Fenster rausschmeißen. Oh, und schaut euch das an. Wir könnten unglaublich viel Autonomie reduzieren und weil wir es können, machen wir es. Das wird wahrscheinlich gleich wieder einen richtigen Sturm der Entrüstung geben. Ja, ihr seht es, ne? Also da ist schon wieder so ein bisschen Rebellionspotenzial überall. Aber das wollten wir ja so. Und wir können es auch bekämpfen. Also wir haben einfach keine äußeren Feinde im Moment. Und da macht es Sinn, dass wir die Herrschaft im Inneren festigen, die Autonomie reduzieren und dadurch immer reicher und stärker werden, damit wir dann gegen richtige Feinde, die ja dann doch wieder kommen werden, also zum Beispiel das Osmanische Reich vor allem, die, aber auch schon vielleicht, wenn Delhi uns nicht mehr mag und richtig stark wird oder so, damit wir gegen die Chancen haben. Wir können ja mal im Jahr 1503, wo wir es gegründet haben, einen Blick auf die Timeline werfen, wie es bislang gelaufen ist, Aserbaidschan, auf Geschwindigkeit 2. Am Anfang konnten wir nicht viel machen, da mussten wir wirklich abwarten. Wir haben Luristan erweitert und haben damit den Süden geholt. Das Timuridenreich hat sich etwas erweitert, hat von Fars sich Provinzen genommen. Dann haben wir Luristan integriert in unser Reich. Wir wussten immer noch nicht so richtig, was wir machen sollten. Haben dann irgendwann, glaube ich, schönen Krieg gegen die Timuriden geführt, der sich richtig gut gelohnt hatte. Das war gut. Dann haben wir Mazandaran geholt. Dann haben wir Tabriz erobert, am Ardalan erweitert, haben den Süden des Irak geholt. War sehr schön. Da sah es dann schon gut aus. Da war dann schon klar, wir haben es geschafft. Wir haben den Feind im Westen und den im Osten besiegt. Und dann haben wir schließlich nochmal Krieg gegen die Timuriden geführt. Und uns gleich nochmal richtig viele Provinzen geholt im Süden, was es uns erlaubt hat, dann schließlich Persien zu gründen. Nicht mehr Ajam zu sein, das wird dann noch falsch angezeigt, das wird aber sicher später wieder richtig angezeigt werden. Ja, Persien. Sehr schön, das war's, liebe Freunde der Strategie. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die ich dann als Persien spielen werde natürlich. Ich glaube, ich mache jetzt mal Schluss für heute, hatte ich ja schon in der letzten Folge angekündigt.
Ich habe das erste Ziel erreicht. Ne? Das Let's Play ist quasi bislang gelungen, würde ich sagen, vom Spiel. Und wir haben jetzt immer noch alle Möglichkeiten als Persien, uns in jede erdenkliche Richtung auszubreiten. Ich habe ja schon mal ein paar Ideen geäußert am Anfang der ersten Episode. Wir könnten uns zum Ziel setzen, das habe ich noch nie gemacht, irgendwie, hoffentlich in den Multiplayer, nach Europa zu gehen und quasi Europa zu erobern. Der klassische Weg mit Persien, sage ich mal, wäre, dass man auf der einen Seite sich vor allem darum kümmert, schnell hier diese Gebiete zu holen, also alles, was ich hier so einkreise, und dann hier in Nordindien einzufallen und sich den ganzen Handel zu holen und danach und nach eben Indien zu erobern. Das wäre, dann hätte ich aber auch das Mogulreich gründen können, ne? Dann hätte ich nicht Persien werden müssen. Anderer Weg mit Persien, der auch ein Klassiker ist, ist, dass man vielleicht hier nach Kairo geht und dass man, na, wo ist Kairo? Hier ist Kairo eben, genau. Und dass man nach Konstantinopel versucht zu gehen und dass man, wenn man diese zwei Städte hält, dann hat man ja auch Jerusalem und Mekka. Dann kann man auch ein, zwei andere Städte holen und dann hat man alle Städten des Glaubens. Ich glaube, hier irgendwo wird das angezeigt. Schauen wir mal, getriggerte Modifikatoren vielleicht. Ja, Hüter der heiligen Städte, genau. Also da fehlen einem einfach Mekka, Medina, genau. Aber wenn man die dann hat, dann gibt es da nochmal eine Mission, dass man irgendwie, ich weiß nicht, halt alle wichtigen Städte des Islam irgendwie hält. Das kann man probieren. Man kann das Königreich Gottes ausrufen. Nee, nicht das Königreich, das ist bei den Vereinigten Islam kann man, genau. Das kann man machen. Da muss man aber irgendwann auch Cordoba und so weiter erobern. Also das ist dann auch nochmal eine Idee. Weiß aber gar nicht, ob ich das will. Habe ich auch schon mal geschafft. Genau, also es gibt viele Optionen. Ihr könnt entscheiden, schreibt in die Kommentare, was ihr wollt. Und ich werde mich sehr weitgehend, glaube ich, danach richten. Ich habe euch die Optionen ja aufgezeigt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Und wir sehen uns ja in der nächsten Folge. Ciao, bis dahin, euer General Pilophas.